Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Khalil und Coworkers vor aus dem New England Journal. Es geht um den Einsatz von Baricitinib plus Remdesivir bei hospitalisierten erwachsenen Patienten mit Covid-19. Der Januskinase-JAK-Inhibitor Baricitinib, der die Bildung mehrerer Zytokine hemmt, kann in Kombination mit dem Virustatikum Remdesivir die Erholung von Patienten mit Covid-19 beschleunigen. Die beste Wirkung wurde bei schwereren Verläufen erzielt. Die Ergebnisse der Studie bildeten im November die Grundlage für eine Notfallzulassung Emergency Use Authorization durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Eine gestörte Immunantwort mit einer übermäßigen Freisetzung von Zytokinen ist häufig an schweren Verläufen von Covid-19 beteiligt. Eine Immunsuppression mit Dexamethason hat in der britischen Recovery-Studie die Prognose der Patienten verbessert und gehört mittlerweile zum Therapiestandard bei schweren Verläufen mit Hinweisen auf einen drohenden Zytokinsturm. Dexamethason ist allerdings eine ältere Substanz mit einer ungezielten Wirkung und einer langen Halbwertszeit. Die Behandlung ist zudem mit zahlreichen Risiken und Nebenwirkungen, Infektionen, gastrointestinalen Blutungen, Hyperglykämie, neuromuskuläre Schwäche verbunden. Der Januskinase-Inhibitor, JAK-Inhibitor Baricitinib greift dagegen wesentlich gezielter in die Entzündungsreaktion ein, indem er die Abwehrzellen, die Bildung der Zytokine Interleukin 2, 6 und 10, Interferon Gamma und den Granulozyten-Makrophagen Koloniestimulieren Faktor hemmt, die am Zytokinsturm bei schweren Verläufen von Covid-19 beteiligt sind. Außerdem ist die Halbwertszeit von Baricitinib kurz, was die Steuerbarkeit der Behandlung erhöht. Baricitinib ist in den USA und in Europa seit 2017 zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis zugelassen und bei Patienten, die auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren krankheitsmodifizierenden Wirkstoffen nicht angesprochen oder dies nicht vertragen hatten. Das US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, hat im Adaptive COVID-19 Treatment Trial 2, ACTT2, untersucht, ob Baricitinib die Wirkung von Remdesivir unterstützen kann. Remdesivir hatte in der ACTT1 eine gewisse Wirkung erzielt, wenn auch nur in frühen Stadien der Erkrankung, in denen die Virusreplikation im Vordergrund steht. In der Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation hat Remdesivir dagegen enttäuscht. Es wird von der WHO nicht mehr empfohlen. An der Studie ACTT2 hatten seit Mai an 67 Zentren in 8 Ländern 1033 Patienten teilgenommen, darunter jeweils ein Zentrum in Spanien, Großbritannien und Dänemark. Einschlusskriterium war eine Hospitalisierung wegen einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Erkrankung. Die Patienten wurden zu gleichen Teilen auf eine Behandlung mit Baricitinib-Tabletten plus intravenösem Remdesivir oder Placebo-Tabletten plus Remdesivir randomisiert. Primärer Endpunkt war die Dauer bis zur Erholung, sprich bis zur Entlassung aus der Klinik oder dem Ende einer Sauerstoffgabe. Dieses Ziel erreichten die Teilnehmer der Baricitinib plus Remdesivir-Gruppe im Mittel nach 7 Tagen im Vergleich zu 8 Tagen in der Remdesivir-Gruppe. Es wurde eine Odds-Ratio von 1,16, die mit einem 95% Konfidenzintervall von 1,01 bis 1,32 signifikant war, aber nur einen relativ geringen klinischen Nutzen angezeigt, ermittelt. Etwas deutlicher wurde der Vorteil im Anteil der Patienten, bei denen sich der klinische Zustand bis zum 15. Tag gebessert hatte, gemessen an einer 8-Punkte-Skala, die von 1 Entlassung aus der Klinik bis 8 Tod reichte. Hier kam es in der Baricitinib plus Remdesivir-Gruppe zu 30% häufiger zu einer Verbesserung als in der Remdesivir-Gruppe. Odds Ratio 1,3, 1,0 bis 1,6. Am deutlichsten waren die Vorteile bei den Patienten mit einem Schweregrad 6 auf der 8-Punkte-Skala, die bereits nicht invasiv beatmet wurden oder Sauerstoff über Geräte mit hohem Durchfluss erhielten. In dieser Gruppe wurde die Zeit bis zur Erholung von 18 auf 10 Tage verkürzt. Odds Ratio 1,51, Konfidenzintervall 1,10 bis 1,08. Und es erzielten mehr als doppelt so viele Patienten eine Verbesserung bis zum Tag 15, Odds Ratio 1,4 bis 1,3 bis 3,6. Bei Patienten, die bereits invasiv beatmet oder deren Blut extrakorporal oxygeniert wurde, Schweregrad 7, war kein signifikanter Vorteil erkennbar. Auch bei den Schweregraden 4 kein Sauerstoffbedarf oder 5 nicht invasiver Sauerstoffbedarf hat Baricitinib die Erholung der Patienten nicht beschleunigt. Es könnte deshalb sein, dass die Behandlung mit Baricitinib nur bei einer eng umschriebenen Gruppe sinnvoll ist.
Bei Schweregrad 5 kam es zu einem Rückgang der Sterberate auf 1,9% gegenüber 4,7% unter der Remdesivir-Monotherapie. Hazard Ratio 0,40, Confidence Level 0,14 bis 1,14. Beim Schweregrad 6 betrug die Sterblichkeit 7,5 bzw. 12,9%, Hazard Ratio 0,55, 0,22 bis 1,38. Die Unterschiede waren in beiden Gruppen jedoch statistisch nicht signifikant. Offen ist die Frage, ob Baricitinib eine Alternative zu Steroiden ist. Die Ergebnisse scheinen in der ACTT-2-Studie etwas ungünstiger zu sein als für Dexamethason in der Recovery-Studie, wo Dexamethason die Sterblichkeit der Covid-19-Patienten um 35% signifikant gesenkt hat. Ein Vergleich beider Studien ist jedoch nur schwer möglich, da die Teilnehmer der Recovery-Studie insgesamt schwerer erkrankt waren. Für den Einsatz von Baricitinib spricht, dass die Behandlung oral möglich und insgesamt mit geringen Nebenwirkungen verbunden ist. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten in der Kombinationsgruppe mit Baricitinib sogar seltener auf als unter der Monotherapie mit Remdesivir, 16 gegenüber 21%. Auch die Zahl der Neuinfektionen 5,9 versus 11,2% war deutlich geringer. Dies könnte ein Vorteil von Baricitinib gegenüber Steroiden sein. Klären ließ sich die Frage nur durch eine direkte Vergleichsstudie. Der Hersteller prüft derzeit in einer weiteren randomierten Studie der Koch-Barrier, ob Baricitinib die Behandlungsergebnisse bei hospitalisierten Patienten verbessern kann. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie der aktuellen Studie im New England Journal.